Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mit großer Freude, dass ich Sie heute Abend hier in der Hochschule für Musik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz begrüßen darf zur Verleihung des diesjährigen Kommunikatorpreises. Das ist in einer schon beträchtlichen Reihe von 17 Verleihungen dieses Preises. Er hat eine gewisse Tradition, das ist wichtig für seine Reputation. Es hat schon 17 Mal richtig gut funktioniert. Das ist in einer Reihe von schon 17 solchen Verleihungen das sechste Mal, dass der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die deutsche Forschungsgemeinschaft den Kommunikatorpreis im Rahmen der Jahresversammlung der DFG überreichen. Aber es ist zum ersten Mal in diesem Jahr, dass sozusagen das dramaturgische Setting so ist wie heute. Und deswegen erlaube ich mir zwei kurze Eingangsbemerkungen. Eingangsbemerkungen, die nicht nur diese neue Rahmen, nicht nur den Kommunikatorpreis und seine neue Rahmung betreffen, sondern auch die anderen Programmpunkte, im Grunde den ganzen Ablauf der diesjährigen Jahresversammlung der DFG hier in Mainz. Wir sind, meine Damen und Herren, alle, die in ganz unterschiedlichen Rollen an der Gestaltung der DFG-Jahresversammlung beteiligt sind, wir sind in der Lage gewesen, uns zu fragen, wie wir diesen Ablauf eigentlich gestaltet haben wollen und ob wir ihn nicht neu gestalten sollten, und zwar oder ein bisschen modifiziert gestalten sollten, um nämlich die wichtigste Ressource, das größte Geschenk, das Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahresversammlung der DFG machen können, um mit diesem Geschenk noch etwas sorgfältiger umzugehen, noch sorgfältiger umzugehen. Und das Geschenk ist die Zeit, die Sie alle der DFG und Ihren Geschäften widmen. Diese Zeit ist knapp und Sie alle, wirklich, Sie alle geben sehr viel solcher Zeit in vielen Rollen, Funktionen und Ämtern der DFG und der von der DFG geförderten Forschung, stellen Sie ihr zur Verfügung. Und mit dieser Zeit wollen wir so sparsam umgehen wie möglich. Sie werden es auch daran merken, dass ich heute deutlich unter einer halben Stunde reden werde. Wir wollen es Ihnen auch leichter machen, also heute, nicht morgen, nicht nur heute. Wir wollen es Ihnen auch leichter machen, an möglichst vielen Teilen dieser Jahresversammlung der DFG tatsächlich auch teilzunehmen. Und deswegen haben wir den Ablauf etwas gestrafft, nämlich so, dass es auch am ersten Abend der Jahresversammlung ein öffentliches Programm gibt, eben die Kommunikatorpreisverleihung, und dass die Festveranstaltung morgen Abend stattfindet, sodass die Jahresversammlung in diesem Jahr etwas früher enden kann, als das bisher der Fall war, nämlich bereits am Mittwochmittag mit der Mitgliederversammlung und dem Treffen der Vertrauensdozenten. Und dass nun der Kommunikatorpreis gewissermaßen in diesem leicht umarrangierten Gefüge, dramaturgischen Gefüge, nicht nur ein festes Element geblieben ist, sondern dass er auch den Auftakt macht, jedenfalls den öffentlichen Programmpunkt-Auftakt macht, das mögen Sie dann durchaus verstehen als einen Hinweis darauf, welches Gewicht die Deutsche Forschungsgemeinschaft zusammen mit dem Stifterverband diesem Preis beimisst. Wir wollen mit ihm unser Engagement für den Dialog zwischen der Wissenschaft, zwischen den Medien und der Öffentlichkeit betonen. Wir wollen dieses Engagement betonen für einen Dialog, der in diesem speziellen Fall, im Fall des Kommunikatorpreises, nun nicht gepflegt wird von denen, die in der DFG dafür von Amts wegen zuständig sind, zum Beispiel die Gruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern wir wollen unser Engagement für den Dialog zwischen Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit auch an der Stelle betonen, wo dieser Dialog von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst gepflegt wird. Und von solchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeichnen wir gemeinsam jene aus, die ihre Arbeiten, die ihre Erkenntnisneugier und die auf diese Weise
erarbeiteten Forschungsergebnisse, die das in besonders kreativer, in besonders origineller, in besonders nachdrücklicher und wirkungsvoller Weise, die das in die Öffentlichkeit, auch in die medial vermittelte Öffentlichkeit hinein kommunizieren. Und auch noch auf eine andere Weise als in diesem dramaturgischen Setting, auch noch auf eine andere Weise ist die Verleihung des Kommunikatorpreises dieses Jahr eine Art von Auftakt zu unserer Jahresversammlung. Denn wovon Sie, meine Damen und Herren, heute Abend hören werden, die Forschung, von der Sie hören werden, von der etwas zu sehen sein wird, über die gesprochen wird, wenn es um die Forschungsthemen des Preisträgers geht, die Kommunikationsthemen von Herrn Zick, das, worum es da geht, das beschäftigt uns und es ist nicht durchaus nur eine erfreuliche Sache. Das beschäftigt uns in diesen Wochen und Tagen ziemlich intensiv. Ich vermute, intensiver als uns lieb sein kann. Es beschäftigt uns ziemlich intensiv innerhalb und außerhalb der DFG. Es sind Fragen und Themen, deren Aktualität enorm ist, ohnehin enorm ist, die aber gerade in diesen Tagen, in den Tagen der Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich, eines überall grassierenden Ressentiment-Geplänkels, will ich das mal nennen, von Xenophoben, Populismen und so weiter. Es sind Themen von einer Aktualität, die wir uns so eigentlich gar nicht wünschen dürfen. Ich meine die Angriffe, denen sich die offene, die pluralistische Gesellschaft in dem Europa von heute ausgesetzt sieht. Angriffe unterschiedlichster Art auf unterschiedlichsten Ebenen, derer sie sich erwehren muss. Und vielleicht in besonderer Weise kann sie das auch tun, mithilfe der Wissenschaft, ihrer gesellschaftlichen Beobachtungs- und ihrer Reflexivitätskapazität, mithilfe der Wissenschaftspolitik und der Förderung bester Wissenschaft. Davon wird heute Abend gesprochen, davon wird morgen Abend ganz gewiss gesprochen. Und im Laufe der Sitzungen, die wir auf dieser Jahresversammlung haben, auch. Seien Sie also alle sehr herzlich willkommen zu dieser Preisverleihung, allen voran Sie, verehrter Herr Zick, verbunden schon jetzt mit einem sehr herzlichen Glückwunsch meinerseits zum diesjährigen Kommunikatorpreis. Seien Sie ebenso herzlich begrüßt, lieber Herr Krausch, dem ich als Präsidenten der Johannes-Gutenberg-Universität auch in diesem Rahmen herzlich dafür danke, dass Sie uns eine festliche und funktionale, alles zu seiner Zeit, Arrangement organisiert haben für diese Jahresversammlung. Herzlich willkommen heiße ich die Mitglieder des Präsidiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ganz besonders Frank Allgöwer als den Vorsitzenden der Jury für den Kommunikatorpreis und den Laudator auf den Preisträger heute Abend, die Mitglieder des Senats, des Hauptausschusses und die Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Einrichtungen, die Mitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind. Unter denen greife ich nur heraus, lieber Herr Sagerer, Sie als den Rektor der Universität Bielefeld, an der Herr Zick nämlich arbeitet. Und die Repräsentanten von Akademien und anderen Einrichtungen und Organisationen des Wissenschaftssystems, ganz besonders herzlich den Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Herrn Prenzel. Ich begrüße ganz ebenso die früheren Kommunikatorpreisträger Uno Günterkühn und Hans Hatt, der eine ganz links, der andere ganz rechts von mir aus gesehen ist. Das ist schon eine komplizierte Metapher im thematischen Zusammenhang des heutigen Abends. Günther Ziegler wird später noch dazukommen und als Mitglieder der Jury Andreas Archut und Martin Schneider, Hilke Stamatiadis mit herzlichem Dank für die Vorauswahl der Preisträger auch in diesem Jahr, Michael Ringelsieb, der den Film über den heutigen Preisträger gedreht hat, den wir gleich sehen werden und die, wenn sie nicht schon gebucht werden heute Abend, nämlich bei der DFG, den Sie dann auch auf Nano bei Dreisat sehen könnten und Michael Bleienberg mit Dank für das Preisträger-Hologramm. Und dann will ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle der DFG herzlich begrüßen, zumal die der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die zusammen mit dem zentralen Veranstaltungsmanagement auch diesen Abend betreuen. Und schließlich, lieber Herr Barner, herzlich willkommen Ihnen,
Und ich verbinde das mit einem besonderen Dank für Ihr persönliches Engagement, für das große Engagement des Stifterverbands, das Engagement des Stifterverbands und Ihr persönliches für die Wissenschaft, für die DFG, für den Kommunikatorpreis. Und es ist mir dieses wie in den vergangenen Jahren ein ausnehmendes Vergnügen und eine besondere Ehre, mit Ihnen zusammen den Preis zu verleihen, nachdem Sie Ihrerseits etwas an uns ein Wort gerichtet haben. Herr Zick, Herr Strohschneider, meine sehr verehrten Damen und Herren, da der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft nicht in die Auswahl der Preisträgers des Kommunikatorpreises, der DFG und des Stifterverbandes involviert ist, diese Unabhängigkeit ist eine absolute Notwendigkeit für die Qualität des Preises, warte ich jedes Jahr mit Spannung darauf, wen die Jury im jeweiligen Jahr auswählt. Dass die Jury der DFG dieses Jahr Andreas Zick wählte, erscheint fast naheliegend leider. Bedenkt man, wie wichtig die Forschung von Professor Zick zu Fragen von Konflikten, Gewalt und Diskriminierung ist und wie präsent Herr Zick in der Kommunikation der wissenschaftlichen Hintergründe dazu ist. Aber wenn man sich mit seinen Arbeiten beschäftigt, kann es nicht dabei bleiben, sich wohlig im wissenschaftlichen Themenbereich zurückzulehnen wie in einem angenehmen Sessel. Nein, man kann sich nicht nur über gute Kommunikation dieser Wissenschaft erfreuen. Herr Zick ist anstrengend. Bei einem Vortrag in Nürnberg im Jahr 2014, den man bei YouTube findet und der durch so viel Vorwegnahme unserer Gegenwart beeindruckt, bezeichnete er sich selbst als Spaßbremse. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist für Sie. Tatsache ist aber, dass Ihre Forschung betroffen macht, dass Ihre Forschung jeden Einzelnen von uns betrifft, unterscheidet Ihre Forschung von anderen Forschungsarbeiten. Es ist eben viel leichter, sich neutral, unberührt mit zum Beispiel der Frage eines Signalweges bei der Pflanze oder bei der Krebsentstehung auseinanderzusetzen, als mit dem eigenen Vorurteil. Und, so verstehe ich, Zick, Bildung ist ein Schutz, aber kein absoluter. Auch die soziale Stellung sagt vielleicht mehr über die Art der Vorurteile als über die Frage, ob es Vorurteile gibt oder nicht, aus. Vorurteile zwischen Gruppen sind die Basis für Konflikte. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, dass es schwieriger sei, ein Vorurteil zu zertrümmern als ein Atom. Vermutlich hatte er recht. Glücklicherweise gibt es YouTube und das Internet. So konnte ich Herrn Zick schon elektronisch erleben. Eindrücklich und überzeugend, aber eben auch sehr betreffend. Ich denke, dass die Auswahl von Herrn Zick als Preisträger des Kommunikatorpreises, der DFG und des Stifterverbandes eine gute ist. Und ich freue mich ebenso auf die Laudatio durch den Vizepräsidenten der DFG, Herrn Professor Allgöber, wie auf den Vortrag des Preisträgers. Nun lassen Sie mich Sie endlich ganz herzlich zur Preisverleihung begrüßen. Kaum ein Forschungsthema könnte derzeit aktueller sein als das unseres Preisträgers. In den letzten Monaten stand die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen, Pegida-Demonstration oder auch die AfD stets im Zentrum der gesellschaftlichen und politischen Debatte. Eine Debatte, die oftmals geprägt war von Vorurteilen, Rassismus und phasenweise auch Gewalt gegen bestimmte ethnische und religiöse Gruppen. Um diesen Entwicklungen als Gesellschaft entschieden entgegenzuwirken, ist es zentral, zunächst ihre Entstehung und ihren Verlauf zu verstehen. Ich freue mich außerordentlich, dass Ihnen, Herr Professor Zick, der 17. Kommunikatorpreis der DFG und des Stifterverbandes zuerkannt wurde und dass Herr Strohschneider und ich diesen nun gleich übergeben dürfen. Ich glaube, dass Sie dem Anspruch des Kommunikatorpreises in höchstem Maße gerecht werden. Mit diesem Preis zeichnen die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Stifterverband herausragende Forscherpersönlichkeiten aus, die ihre Arbeit besonders vielfältig, originell und nachhaltig in einer großen Öffentlichkeit kommunizieren und so den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Das tun Sie, Herr Professor Zick, auf einzigartige Weise, indem Sie seit gut 20 Jahren über verschiedenste Kanäle
angefangen von der wissenschaftlichen Publikation bis hin zu den sozialen Medien, Fragen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufwerfen, Vorurteilen widersprechen und Lösungsansätze diskutieren. Ich bin überzeugt, dass es Kommunikatoren wie Sie braucht, um eine ausgeglichene Meinungsbildung in der Gesellschaft zu kontroversen Fragen zu erreichen. Kommunikatoren, die den Dialog nicht scheuen, sondern bewusst auch das Gespräch mit andersdenkenden Gruppen suchen. Der Kommunikatorpreis gilt als wichtigste Auszeichnung seiner Art in Deutschland. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. 36 Forscherinnen und Forscher wurden der Jury in diesem Jahr vorgeschlagen. Den Mitgliedern der Jury möchte ich ganz herzlich danken. Ohne ihr Engagement, ohne ihre Zeit und ohne ihre Klugheit wäre aus den Ansprüchen und Zielen des Stifters gar kein solcher Preis denkbar. Und dass eine gute Wahl getroffen wurde, hatte ich eingangs bereits festgehalten und wiederhole es aber gerne. Für Ihre äußerst wichtige und nachhaltige Arbeit zu den Ursachen, Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Vorurteile, Diskriminierung und Gewalt wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und natürlich alles erdenklich Gute und uns, dass Ihre Arbeit uns als Gesellschaft vielleicht dann doch wieder einmal ein Stückchen voranbringt. Uns allen wünsche ich einen interessanten Abend. Ich bin sicher, dass viele von uns klüger nach Hause gehen werden, als wir gekommen sind. Dankeschön. Mein Name ist Andreas Zick. Ich leite das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Wir erforschen am Institut alle Formen innergesellschaftlicher Konflikte und die Frage, wann Konflikte in Gewalt münden. Und das macht Andreas Zick zu einem gefragten Mann. Bei den Medien und auch in der Politik. Wir haben Radikalisierungsforschung so früh und so intensiv betrieben, dass jetzt auch die Förderung darauf reagiert, dass jetzt Öffentlichkeit darauf reagiert, dass jetzt uns Leute anrufen, wie können wir es machen, wie können wir es besser fördern. Das haben wir selber produziert. Presseanfragen, kann da mal reingucken heute, 1485 unerledigte Anfragen. Und eine Frage kommt immer. Wie kann man eine solche Gewalttat verhindern? Man muss im Vorfeld dieses verhindern und nicht in der Situation. Und wir sehen ja, dass rein auf Technik setzen, auf Sicherheit oder rein auf massive Polizeipräsenz setzen, einfach nicht der Weg ist. Andreas Zick setzt auf Prävention. In Bielefeld hat er deshalb eine Fachstelle für die Beratung bei Konflikten und Gewalt im Fußball eingerichtet. Ich bin mit Fußball groß geworden bei Rot-Weiß Essen. Ich bin in Essen aufgewachsen. Du kommst ja aus dem Süden, du warst ja bei Schwarz-Weiß. Du warst Nein, ich war nicht bei Schwarz-Weiß Essen. Wir haben viele Begleitforschung gemacht zum Thema Interventionsstrategien. Denn zum Beispiel, wie entsteht Gewalt im Stadion in einer Kurve? Wenn man das systematisch analysiert, entdeckt man, wenn eine Hundertschaft von oben in die Kurve reingeht, ist die Gewaltwahrscheinlichkeit höher, geht sie von unten in die Kurve hinein, ist es geringer. Das sind so wissenschaftliche Befunde, davon profitieren im Grunde genommen alle. Eine seiner langjährigen wissenschaftlichen Weggefährtinnen ist Beate Küpper. Viele seiner Publikationen hat er mit ihr verfasst. Beide kennen sich vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Wir könnten wegen der öffentlichen Anfragen nach wissenschaftlichem Evidenz, nach Wissen überhaupt, die wir in der Forschung haben, könnte ich theoretisch meinen Beruf als normaler Universitätsprofessor aufgeben, was ich nie machen würde. Weil all die Fragen beantworte ich immer nur von dem Hintergrund dessen, was weiß die Forschung dazu. Also, wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Akkulturation. Und ich liebe diesen Begriff. Das heißt, ich verbreite relativ wenig Meinung, sondern ich sage erstmal, gibt es dazu eine Studie, was weiß man dazu, wo weiß man etwas nicht. Andreas Zick studierte zunächst evangelische Theologie und Psychologie in Bochum und arbeitete danach für die Bergische Universität Wuppertal. Weitere Stationen: Marburg, Dresden, Jena und schließlich Bielefeld. Ich glaube, ich habe im Leben unfassbar viel Pech und zugleich viel Glück gehabt. Also wenn die Brüder sterben, hat man viel Pech. Wenn es der Familie schlecht geht, hat man viel Pech. Und zugleich
habe ich irgendwie durch einen Zufall bin ich auf Menschen getroffen, die mir einen guten Tipp gegeben haben. Einer von ihnen ist sein Doktorvater Ulrich Wagner von der Philipps-Universität, bei dem er über das Thema Vorurteile und Rassismus promovierte. Menschen, die neue Ideen aufbringen, nehmen auch die Gefahr auf sich, dass sie damit in Irrwege laufen, was sich ja später herausstellt. Und dafür hat er sich nie gescheut. Und das ist, glaube ich, nach wie vor eine seiner Stärken, dass er damit zur wissenschaftlichen und auch zur öffentlichen Diskussion wichtig beiträgt. Aber die öffentliche Diskussion hat auch ihre Schattenseiten. Wir haben relativ viele Wutbriefe, auch etwas, was ich gelernt habe. Beim Populismus darf man nie öffentlich über Propaganda reden und das entzaubern, dann ruft man Wut hervor. Das ist ähnlich wie beim Terrorismus. Terroristen wollen nicht verstanden werden. Deswegen kommunizieren sie wenig, deswegen greifen sie an. Wenn dann so eine Mail kommt, zick, du kannst so viel Scheiße predigen, wie du willst, es kümmert uns nicht, wir haben mehr Personal, mehr Hirn und mehr Geduld, du bist eine Witzfigur, pack deine Koffer und verschwinde. Bei manchen dieser Mails mache ich mir als gelernter Psychologe Gedanken darüber, welches Motiv dahinter steckt. Ist es gefährlich? Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich immer jedes Mal, wenn ich das Gebäude oder das Büro verlassen habe, nach rechts und links geguckt habe. Ich habe zeitweilig Türschilder abgehängt. Meine Familie musste aus dem Telefonbuch, dem öffentlich zugänglichen, gestrichen werden. Sie werden hier keine Bilder meiner Kinder sehen. Wenn dann so eine Mail kommt, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, dass man sich schon auch ernsthaft die Frage stellt, mache ich das noch weiter? Andreas Zick hat weitergemacht. Auch dafür verleihen ihm die DFG und der Stifterverband den Kommunikatorpreis. Mein Rezept ist, Umwelt aktiv zu gestalten. Das heißt, wenig jammern. Ich jammer total viel, aber immer privat. Ja, deswegen ist es gut, kein Privatleben so zu haben, weil dann kriegen das andere nicht so mit. Und das zweite Rezept ist, zusammen mit anderen. Da lerne ich was vom Fußball. Das heißt, ich bin mit einem Team auf dem Platz und dann will ich auch irgendwie nach vorne und dann will ich auch das Ding versenken. Das Schlimmste ist Stillstand, Langeweile. Die Demokratie ist für Andreas Zick kein Selbstläufer. Er kämpft für ihren Erhalt, sucht Wege aus der Krise und den Dialog auf Hunderten von Veranstaltungen. So wie hier in Marburg beim Dies Academicus. Und danach geht es sofort weiter zum nächsten Termin in Wien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Zick, Fußball-Europameisterschaft 2016. Mit diesem Stichwort ist sofort das Interesse und die Aufmerksamkeit von vielen von Ihnen gewonnen und selbstverständlich fiebern wir alle mit der deutschen Elf oder auch mit anderen Elfen mit. Auch unser diesjähriger Kommunikatorpreisträger Andreas Zick fiebert mit, ist er doch selbst ein großer Fußballfan, wie wir gerade im Film schon gehört haben. Allerdings richtet sich seine Aufmerksamkeit nicht auf die Spiele selbst, sondern auf eine sehr unschöne Begleiterscheinung des Phänomens Fußball, nämlich auf die Gewalt im und um Stadion. Auch wir waren alle zuletzt wieder schockiert und empört über die hässlichen Szenen, die sich in Frankreich vor, während und nach den Fußballspielen abgespielt haben. Solche Gewaltausbrüche gibt es aber nicht nur im Fußball. Die Berichterstattung in den Medien ist voll davon. Leider Gewalt im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit, mit Rechtsextremismus, Gewalt unter Jugendlichen, Gewalt und Diskriminierung gegen Minderheiten, Gewalt gegen Frauen, siehe die Silvesternacht in Köln. Die Liste ist erschreckend lang. Woher kommt diese Gewalt? Woher kommen Rassismus, Extremismus, Vorurteile, Menschenfeindlichkeit? Was sind die Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Diskriminierung und Gewalt?
Wie kann man das zugrunde liegende Gruppenverhalten erklären, wie den Einfluss des Internets und moderner Kommunikationsformen auf deren Entstehung? Durch was werden diese Phänomene befeuert? Wie kann man sie eindämmen? Welche präventiven Maßnahmen sind geeignet? Dies sind Fragen, mit denen sich die Konfliktforschung, ein Teilgebiet der politischen Soziologie mit vielen wichtigen interdisziplinären Querverbindungen, zum Beispiel zur Psychologie und zur Theologie, beschäftigt. Der Preisträger des diesjährigen Kommunikatorpreises, Andreas Zick, ist ein international besonders ausgewiesener Wissenschaftler auf diesem Gebiet, der sich seit 20 Jahren mit diesen Themen und genau diesen wissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Zuerst ein paar Worte zum Werdegang von Andreas Zick. Nach dem Studium der Theologie, Sozialwissenschaften und der Psychologie in Essen und Bochum war er von 1990 bis 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal. 1996 wurde er bei Ulrich Wagner, den wir ja gerade im Film schon gesehen haben, an der Fakultät für Psychologie der Philipps-Universität Marburg mit der Dissertation Vorurteile und Rassismus, eine sozialpsychologische Analyse, zum Dr. Reanat promoviert. Die Arbeit entstand im Rahmen eines durch den bekannten Psychologen und Gruppendynamikforscher James S. Jackson betreuten internationalen Forschungsprojektes zur Ausgrenzung ethnischer Minderheiten in Europa im Zusammenhang mit dem Institute for Social Research der University of Michigan in Ann Arbor in den USA. 2006 und 2007 vertrat er die Professur für Sozialpsychologie an der Technischen Universität Dresden und 2007-08 eine Professur an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. 2009 habilitierte er sich in Psychologie an der Philosophischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit der Arbeit Sozialpsychologie der Akkulturation, Neufassung eines Forschungsbereiches. Vermutlich daher kommt Ihre Freude an diesem Wort. Seit 2008 ist er Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld und seit 2013 leitet er dort als Direktor das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. In seiner Forschung beschäftigt sich Andreas Zick mit theoretischen und empirischen Analysen zu unterschiedlichen Formen, Ausmaßen und Ursachen von innergesellschaftlichen Konflikten, Diskriminierung, Vorurteilen, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Um Ihnen ein Gefühl für die Vielfalt der Forschungsthemen zu geben, seien beispielhaft ein paar ausgewählte Forschungsprojekte genannt. Zum Beispiel Radikalisierung zur Gewalt, systematischer Vergleich der Ursachen islamistischer Gewalt mit School-Shootings oder Wege in den Islamismus, Analyse der Sozialisation von jungen Menschen zum extremistischen Islamismus. Oder ganz aktuelles Projekt, die Dynamiken von Peer-Netzwerken und deren Einfluss auf Jugenddelinquenz. Viele von Zicks Forschungsthemen sind von hoher Aktualität und stehen gerade in diesen Monaten im Mittelpunkt der gesellschaftlichen und politischen Debatte. So etwa die Diskriminierung von und Gewalt gegen ethnische und religiöse Minderheiten oder radikale Einstellungen und Gewalt von Jugendlichen und natürlich ganz aktuell von Fußball-Hooligans. Mit diesen Themen beschäftigte er sich aber nicht erst im Zuge der aktuellen Ereignisse. So befasste sich schon seine Diplomarbeit aus dem Jahr 1988, die er übrigens wie alle seine Abschlüsse mit Auszeichnung bestanden hat, mit Ideologie als Gruppenphänomen, Studien zur Einstellungsänderung im Kontext von Gruppen. Andreas Zick ist auf seinem Gebiet international bestens ausgewiesen. Seine Publikationsliste umfasst 17 Seiten. Viele Artikel sind in den angesehensten internationalen Zeitschriften veröffentlicht. Er selbst ist in den Herausgeberbeiräten von 5 internationalen Zeitschriften aktiv. Unter anderem ist er Chief Editor des International Journals of Conflict and Violence Research. Sein ausgezeichnetes wissenschaftliches Standing zeigt sich aber auch bei der überaus erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln, auch von der DFG übrigens,
Genannt sei hier beispielhaft das Graduiertenkolleg GRK 884, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ursachen, Phänomenologie und Konsequenzen, das er als einer von zwei Sprechern von 2004 bis 2012 überaus erfolgreich geleitet hat. Heute soll aber nicht, zumindest nicht nur, die wissenschaftliche Exzellenz der Forschung von Andreas Zick im Vordergrund stehen, sondern die engagierte, mediale und öffentliche Vermittlung dieser Forschungsergebnisse. Und hier ist es bei Herrn Zick für einen Laudator eine sehr schwierige Aufgabe, sich kurz zu halten, auch wenn ich die halbe Stunde, die Herr Strohschneider sich schon verschrieben hat, auch hier mit Sicherheit einhalten werde. Und hier ist es bei Herrn Zick vor allem auch, da er diese Vermittlung ebenfalls, nicht nur die Forschung, vom Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere an als wichtigen Teil seiner Arbeit betrachtete. So thematisierte er zum Beispiel bereits in den 1990er Jahren in Buchveröffentlichungen, Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Hervorzuheben ist ganz besonders dieser Einsatz als Autor und Vermittler seiner Studien- und Forschungsergebnisse in die breite Öffentlichkeit seit 20 Jahren. In vielen ausführlichen Artikeln, zum Beispiel in der Zeit Online, im Tagesspiegel, auf vielen Online-Plattformen und in einer großen Zahl von Broschüren für diverse Adressaten, setzt er sich für eine funktionierende demokratische Gesellschaft ein. Als nur ein Beispiel sei die Broschüre über ein gut gelaufenes Fußballspiel der von ihm eingerichteten Fachstelle für Fußball und Konflikt an der Universität Bielefeld, über die wir ja gerade auch schon gehört haben, genannt. Ich zitiere aus der Pressemitteilung der Universität Bielefeld: Dieses Gesamtprojekt zielt darauf ab, Fans von Arminia Bielefeld einen moderierten Erfahrungsaustausch zu Gelingensbedingungen für einen guten Stadionbesuch zu ermöglichen. Im Vordergrund steht eine Förderung von Potenzialen zur friedlichen Konfliktlösung bzw. eine Erarbeitung selbstregulierter Handlungsweisen in Stresssituationen. Zitat Ende. Bereits hier sehen Sie, dass Herr Zick überaus diversifizierte und zielgruppengerechte Kommunikationskanäle wählt. So zum Beispiel auch seine Facebook-Seite oder sein Twitter-Kanal, die sich beide vor allen Dingen an Jugendliche, aber auch an ein allgemeineres Publikum wenden. In Zusammenhang mit seinen Beiträgen als Autor möchte ich auch ein paar Zitate aus der Juryarbeit in die Laudatio einfließen lassen. Zick ist sprachlich begeisterungsfähig, sagt ein Juror in der Sitzung, wohlgemerkt. Schreibt toll, hat überzeugende Argumente, werden als weitere Qualitäten genannt. Und am tollsten ist, dass die Argumente offensichtlich auch etwas bewirken, wie man zumindest teilweise an den Fans der Arminia Bielefeld in den letzten Jahren sehen konnte. Also ich habe versucht nachzuvollziehen im Internet, ob die Hooligans aus Bielefeld sich anders verhalten als andere Clubs. Und zumindest klang es so, als ob meistens die anderen schuld gewesen wären. Zu den getexteten Beiträgen kommen dann noch zum Beispiel über 90 Vorträge allein in den letzten beiden Jahren mit nicht primär akademischem Publikum, unter anderem in Schulen und Kasernen. Über die eigene Autorenarbeit hinaus ist Andreas Zick in den Medien besonders präsent mit Interviews, Vorträgen, Auftritten auf einer Vielzahl von Veranstaltungen, haben wir auch gerade im Video schon gesehen, und so weiter. In der GBI Genius Datenbank für elektronische Presse und Wirtschaftsinformationen sind über 1200 Einträge zu Andreas Zick zu finden. Allein in den letzten beiden Jahren hat er über 100 Interviews gegeben, hatte 50 Auftritte in TV- und Radiosendungen und auf Pressekonferenzen. Einem größeren Publikum ist Andreas Zick zum Beispiel durch die ARD-Themenwoche Toleranz bekannt, bei der er allein 2014 an über 30 Sendungen mitwirkte. Wenn man das alles so zusammenrechnet, ergibt sich daraus, rein rechnerisch, jeden zweiten Tag ein größerer öffentlicher Auftritt.
Alle Achtung, Herr Zick, dass Sie neben all diesen Aktivitäten noch zum Forschen und Lehren kommen, ist schon außergewöhnlich. Über die Medienarbeit und seine intensive öffentliche Vortrags- und Veranstaltungstätigkeit hinaus bringt Herr Zick seine Expertise zudem in zahlreiche Gremien, Kommissionen und Organisationen ein. Unter anderem in den Expertenkreis der Bundeskanzlerin zum Dialog über Deutschlands Zukunft, den Rat für Migration, dessen stellvertretender Vorsitzender er auch seit 2014 ist, oder den Expertenbeirat des Deutschen Forums für Kriminalprävention. Mit seinen Aktivitäten im politischen Raum beabsichtigt er, politische Entscheidungsträger zu sensibilisieren und, ich zitiere hier einen der Gutachter, somit das Agenda-Setting für mittel- und langfristige Richtungsentscheidungen entscheidend mitzuprägen. Zitat Ende. Und zusätzlich gibt es noch eine enorme Vielzahl weiterer Aktivitäten. So zum Beispiel ganz aktuell ein Science-to-Action-Workshop-Konzept, das er für die Amadeo-Antonius-Stiftung entwickelt und mit dem Nachwuchswissenschaftler und Praktiker gemeinsam Konzepte für eine bessere Prävention und Intervention bei Diskriminierung, Gewalt und Kriminalität erarbeiten sollen. Zick selbst versteht die Vermittlung seiner wissenschaftlichen Arbeit, ebenso wie diese selbst, nicht zuletzt als Eintreten für die Demokratie, die, um in seinen Worten zu sprechen, kein Selbstläufer ist. Auch diesen zivilgesellschaftlichen Antrieb, für den sich Zick auch persönlichen Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt sieht, wie wir ja gerade auch im Film schon gehört haben, würdigt die Jury des Kommunikatorpreises mit der Auszeichnung ausdrücklich. Mit der vielfältigen, langjährigen und besonders engagierten medialen und öffentlichen Vermittlung seiner Forschungsergebnisse zu Ursachen, Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Diskriminierung und Gewalt steht der Preisträger des Kommunikatorpreises 2016 in den Augen der Jury einzigartig da. Zum Schluss noch ein Zitat aus der Nominierung. Andreas Zick stellt damit ein leuchtendes Beispiel für die Verbindung wissenschaftlicher Exzellenz mit der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung dar. Zitat Ende. Dies war auch die einhellige Meinung der Jury. Die Verleihung des diesjährigen Kommunikatorpreises an Andreas Zick erfolgt in Würdigung seiner herausragenden Verdienste in der Wissenschaft und vor allen Dingen der Wissenschaftskommunikation. Sie darf aber auch gerne als ein starkes Bekenntnis zur Rolle der Forschung in einer demokratischen, freiheitlichen und friedlichen Gesellschaft verstanden werden. Lieber Herr Zick, mit Ihnen haben wir in diesem Jahr wieder einen wirklich überzeugenden Preisträger, der diese renommierte Auszeichnung in beeindruckend klarer Weise verdient hat. Gratulation zum Kommunikatorpreis 2016. Man muss das erstmal verdauen. Okay. Jetzt habe ich die Urkunde hier, die lege ich mal auf den.
Steinway. Ja, jetzt muss ich erst mal durchpusten, weil, also Herr Strohschneider, Herr Kollege Barner, Herr Allgöwe als Vorsitzender der Jury, da haben Sie jetzt was angerichtet. Tatsächlich bin ich, als ich den Preis bekomme, als ich es gehört habe, Herr Kemper, wo ist er? Da hinten, ne? Wir haben dann telefoniert. Im Zug, da ist tatsächlich eine Träne geflossen. Warum? Weil man hält sich nicht für so exzellent. Und als ich das jetzt gerade alles gehört habe, habe ich auch gedacht, wo nimmt der das alles her? Aber da ich weiß, wie viele Tabletten ich oft schlucke, damit ich den Tag überlebe, weiß ich das dann doch schon wieder. Und da vorne sitzt dann irgendwie mein Sohn und dann denke ich, mein Gott, das habe ich auch im Film gesagt, wie habe ich meine Kinder vernachlässigt? Nun, ich bin wirklich überwältigt. Die dümmste Schlagzeile, die ich heute produzieren könnte, wäre Kommunikator sprachlos. Keine Angst, auch wenn nach Tucholsky Schweigen gut ist. Gestern habe ich zur Sicherheit noch mal bei Tucholsky nachgelesen, seine Ratschläge für einen schlechten Redner. Wunderbar, ich zitiere: Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es sich gar nicht, erst anzufangen. Oder den schönsten Satz: Trink den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor, sie mögen es. Nein, das, was hier passiert, ist viel zu viel für mich. Aber zum Glück teile ich diesen Preis. Ich glaube, ich bin als Kommunikator, ich habe überlegt, was das eigentlich bedeutet, bin ich ein Wissensbereitsteller, und dieses Wissen stammt nicht allein von mir, es stammt aus den Forschungen, den Diskussionen, den Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Ich kenne im Raum noch einige, die den Preis verdient hätten. Meine Sponsoren sind hier, Uli Wagner haben Sie gesehen, Bernd Six, der die Habilitation mit mir zusammen gemacht hat, das war schwierig, anstrengend. Ist hier, und natürlich ist Wilhelm Heidmeier hier, was mich sehr freut. Ich bin ja sein Nachfolger an diesem Institut, und ohne dieses Institut wäre das alles nichts. Und es sind meine beiden Dekane hier. Ich bin in der Fakultät für Soziologie kooptiert, der Dekan Reinicke ist da und mein Dekan aus der Fakultät für Erziehungswissenschaften, Oliver Böhm-Kasper, ist da. Viele andere sind gekommen, auch ehemalige Kollegen. Ohne Sie wäre das alles überhaupt nicht. Sie sind mitverantwortlich, und deswegen ist dieser Vortrag auch von mir und viel, ohne die alles das nichts wäre. Was ich hier erzähle, stammt aus der Forschungsgemeinschaft. In meinem Vortrag möchte ich jetzt Sie ein bisschen auf die Reise mitnehmen zu dem, was mich aktuell umtreibt, was uns Forscherinnen und Forscher aus der Gewalt- und Konfliktforschung bewegt. Und ich sage auch für die Gewalt- und Konfliktforschung einen großen Dank, dass Sie das mit mir gemacht haben. Ich glaube, das haben Sie auch so verstanden. Erwarten Sie jetzt keine dezidierten Forschungsergebnisse, lieber Uli Wagner, der immer mich dazu gezwungen hat, auch auf die Methoden zu achten. Ich werde jetzt nicht hier von moderierten Dreifach-Interaktionseffekten reden, sondern einfach mit Ihnen ein bisschen eine kleine Reise gehen, die mich im Moment bewegt. Denn vielleicht kann ich auch so gut kommunizieren, weil mich viel bewegt. Wir lassen niemals vom Entdecken, und am Ende allen Entdeckens langen wir, wo wir losliefen, an und kennen den Ort zum ersten Mal. Den Ort, an dem ich losgelaufen bin, haben Sie schon gehört. 88, eine Diplomarbeit, Ideologie als Intergruppenphänomen, am Rande 7 Nadeldrucker, pro Seite 2 Minuten 30. Wenn Sie sich verdruckt haben, alles von vorne. Die Ideologie als ein Intergruppenphänomen hat mich beschäftigt. Die Ideologien beschäftigen mich bis heute. Und dann die Barbarei. Im letzten Jahr haben wir die Barbarei erlebt. Am 13. November 2015 eine Terrorserie in Paris ungeahnten Ausmaßes, die nicht wir als Konflikt- und auch nicht als Gewaltforscher vorhersehen konnten. 21.20 Uhr, ein Stadionkommando, zwei Unbekannte im Stadion, Sie wissen das, versuchen sich in die Luft zu jagen. Um 21.25 Uhr Straßenkommandos, junge Menschen um die 20 fahren mit offenem Visier unverhüllt durch Paris und schießen auf Gleichaltrige aus dem offenen Wagen heraus. Um 21.40 Uhr das Bataclan.
diese Gewalt, die ein ungeheures Ausmaß angenommen hat, mit allen Tötungsarten, die wir bis dahin nur vereinzelt kannten, sind im Bataclan Patronen verschossen worden in einer Geschwindigkeit. GIs haben gesagt, so schnell können wir nicht mal schießen nach langjähriger Berufserfahrung. Die Ideologie landet in einem Fanal des Terrors der Gewalt. Sie soll uns treffen. Terroristen wollen unsere Institutionen angreifen. Deswegen müssen wir ihnen zeigen, wie stark diese Institutionen sind. Die Bildung, die Wissenschaft ist eine Institution. Das sagt niemand Geringeres als Geir Lippestad. Geir Lippestad ist der Anwalt von Anders Breivik gewesen. Ich möchte mit Ihnen nun über diese Beschädigung der Institutionen, für die wir zum Teil selber verantwortlich sind, ein bisschen was dazu berichten aus unserer Forschung. Dann möchte ich, und das war angekündigt ja auch in der Einladung, etwas über die Wege in die Gewalt reden, über die Barbarei, über Wendungen, über die wir nachdenken aus der Forschung. Und dann möchte ich zum Schutz kommen. Können wir nicht mehr für Schutz sorgen? Beschädigung, ach Europa. Wer war denn diese Göttin Europa? Die Göttin Europa, Sie wissen das, ist geraubt worden. Sie ist gewissermaßen ein Flüchtling, geraubt von Zeus, der sich als Stier verwandelt. Er raubt sie und führt sie durchs Meer auf die Insel Kreta. Europa kommt aus dem Gebiet, aus der Stadt Sidon, eines der größten Flüchtlingslager, die wir kennen. 100.000 Menschen, palästinensische Flüchtlinge, leben da. Und nun das, der Brexit. Der Fußball, die Kultur. Island sorgt für den Brexit. Nun gut, gestern sind sie auch, aber das war schon ziemlich gut. Der Brexit. Die Wissenschaften haben sehr allergisch darauf reagiert. Anne Glover war eine der ersten EU-Wissenschaftsberaterinnen, die gesagt hat, was werden die Kosten sein für die Wissenschaft? Die Universitäten als Institutionen in Großbritannien machen sich große Sorgen und sie haben darauf reagiert. Wir beschädigen uns selbst in der europäischen Gemeinschaft. Schadenfreude? Wir wissen um die Effekte kollektiver Schadenfreude. Sie können Konflikte nur anheizen. Und was wir übersehen, Hasskriminalität ist eine Meldung von heute, seit dem Brexit verfünffacht. Wir haben in Großbritannien einen Anstieg an Hasskriminalität, 63 Anzeigen pro Woche. Und was sehen wir in Deutschland? Polarisierung in der Gesellschaft. Im letzten Jahr 1059, das ist die Hälfte, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, 20.000, wir würden heute sagen, menschenfeindlich basierte Hate Crimes. Die jüngsten Zahlen sind ja gekommen vor zwei Tagen, rechtsextreme Straftaten 3.800. Wir haben dazu publiziert, lange in der Forschungsreihe Deutsche Zustände herausgegeben von Wilhelm Heidmeier, der vorne rechts in der zweiten Reihe sitzt. Zuletzt in dem Buch zusammen mit Beate Küpper und vielen anderen, die hier im Raum sitzen, Wut, Verachtung, Abwertung. Das ist mitten in unserer Gesellschaft. Das ist die Inszenierung des Radikalen. Dieser junge Mann ist heute ja zurückgetreten. Erst suggeriert man dem Volk, dass das passiert, dann wählt man den Brexit und dann tritt man zurück. Polarisierung in den gesellschaftlichen Kernfragen. Wir führen große Studien durch. Wir werden am Donnerstag auch wieder in die Presse gehen. Madeleine Preuß ist hier im Raum. Wir werden neue Daten vorstellen zum Thema Willkommenskultur. Das sind die Daten aus 2014. 36% wollen eine stärkere Willkommenskultur für Migranten und Migrantinnen, aber 31 möchte eben das überhaupt nicht. Wir sind in den Daten 2014. Fast 55% finden es gut, wenn sich Migranten in Deutschland zu Hause fühlen, aber fast 36% gefällt es, dass sich so viele Migranten für Deutschland als neue Heimat entscheiden. Ja, ja, hier zu Hause fühlen gut, aber zur Heimat entscheiden? In der letzten Studie, Fragile Mitte, fremde Einflüsse auf unsere Kultur müssen auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden. Was ist das vernünftige Maß? Zustimmung zur rechtsextremen Einstellung, ich gehe nicht in die Details. Wir haben einen Befund gehabt bei der Fragile Mitte, die 16- bis 30-Jährigen. Sie haben bei dezidiert rechtsextremen Einstellungen wie nationalem Chauvinismus höhere Werte als die Mittelalten. Es sind die Jungen und die Jüngeren, die wieder Ressentiments zeigen, mitten in unserer Gesellschaft. Und es sind die viel Älteren, jene, die den gesellschaftlichen Verteilungskampf führen.
Eine U-Kurve, die wiederkehrt. Wir haben eine Studie durchgeführt und ich bin da sehr stolz drauf an der Universität Bielefeld. Wir haben Mitarbeiter, Studierende und so weiter befragt in dieser Arbeitsgruppe Uni ohne Vorurteile mit vielen anderen. Auch da sitzen die Mitarbeiter hier, die das maßgeblich gemacht haben. Wie verbreitet sind diese Formen der Diskriminierung an der Universität? Und Sie sehen, das Aussehen und die nationale Herkunft, der Migrationshintergrund spielt nicht bei einer Mehrheit eine Rolle, aber die Studierenden und die Mitarbeiter nehmen wahr, es spielt eine Rolle. Dein Aussehen spielt an der Universität eine Rolle und dein Migrationshintergrund. Ich habe eine Studie zusammengeführt mit Beate Küpper, sitzt auch in der zweiten Reihe rechts, haben Sie ja im Film schon gesehen. Wir haben Bewerbungsmappen vorgelegt, wir haben Studierende der Psychologie, eines der begehrtesten Fächer, Numerus Clausus. Ich glaube, ich könnte das heute gar nicht mehr studieren. Ich hätte lange Wartezeiten. Haben wir drei unterschiedliche Gruppen, haben wir Studierende gebeten, uns doch bitte zu helfen, Bewerberinnen für den Diplomstudiengang auszuwählen, für den Bachelorstudiengang. Und wir haben die eine Gruppe hat Julia gesehen, die andere Gruppe Justinia und wiederum eine dritte Gruppe hat Hülya gesehen und in Mappen standen die Noten und so weiter. Alles war identisch, bis auf dieses Foto und die Namen. Was sehen wir denn? Wer darf teilhaben? Zum Studium allgemein geeignet ist am besten die Justinia. Naja, die Osteuropäerin, die lernen eben noch sehr viel in der Schule. Die Hülya schneidet hier am schlechtesten ab. Geht es aber um das begehrte Ressource des Psychologiestudiums, das ist fast linear. Und bei der Hülya und der Justinia, wenn man die Studierenden fragt, sollte sich vielleicht die Bewerberin erstmal woanders bewerben? Ja. Nur nicht die Julia, die möchte man dann haben. Und in diese innergesellschaftlichen Polarisationen fällt nun die Barbarei. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Ich schreibe Zeilen für meine Kinder und das mit Blut. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, was der nächste Tag bringt, Kinderseelen weinen leise, wenn der schwarze Engel singt. Chuckys mit toten Augen schreien zur Hölle mit diesem Staat. Und ich scheiß auf diese Welt, denn es dreht sich nur um Geld. Neoliberale Kritik. Bitte, Allah, verzeih mir meine Sünden, zieh mich aus dem Dreck. Ich bin verzweifelt jeden Tag auf der Suche nach dem Paradies. Ein Lied von Desodoc, Willkommen in meiner Welt, 2006. Desodoc ist mittlerweile in Syrien verstorben, als Dschihadist. Radikalisierungsdauer bei jungen Menschen, das sind Dschihadistinnen, die in Europa untersucht wurden, 150 von Herrlein. Radikalisierungsprozess verläuft binnen von 12 Monaten und auch das ist tagesaktuell. Letzte Woche habe ich mit Herrn Maas und Herrn de Maizière diskutiert, habe sie darauf verwiesen, dass diese Radikalisierungszeiten sehr viel schneller sind. Heute dauert es 3-4 Monate bei jungen Menschen zwischen der WhatsApp-Ansprache und der Radikalisierung, dem Entschluss, irgendetwas zu tun oder nach Syrien auszureisen. Sie können das heute nachlesen, der Herr Maas ist damit heute an die Presse gegangen. Wir führen eine ganze Reihe Studien durch zu diesen extremistischen Radikalisierungen, weil wir glauben, man kann sehr viel weiter davon lernen, zu vielen Radikalisierungen. Das letzte Projekt haben wir abgeschlossen letzte Woche, auch die Mitarbeiterinnen sitzen hier, Tat- und Fallanalysen zielgerichteter Gewalt. Wir vergleichen in einem relativ aufwendigen Prozess, ziehen wir Stichproben von einfach Mehrfachtötung, vergleichen sie mit multiplen Tötungen und vergleichen diese dann mit ideologisch motivierten Tötungsdelikten. Wir haben ein Projekt Wege in den Islamismus, wir haben ein Projekt sozialer Druck bei Ausstiegsprozessen, wo wir viel lernen und jetzt kommt etwas dazu, wir stehen in einem intensiven Austausch mit Beobachterinnen. Und dazu gehören auch Journalistinnen und Journalisten. Das habe ich damals von Wilhelm Heidmeier gelernt. Man muss viel mit Journalisten auch reden. Sie sind vor Ort und es ist ganz wichtig, mit ihnen zu reden, weil sie ja zum Teil die Einzigen sind vor Ort. Wir haben Gebiete, da treffen sie nur noch einzelne Journalistinnen und Journalisten, die ihnen wichtige Informationen geben. Radikalisierung zur Gewalt, zur ideologisch legitimierten Gewalt, folgt einem Switch des Selbstkonzeptes zu einer ultimativen sozialen Identität. Ideologien sind der Schlüssel wie das Scharnier. Gewalt, und da gucke ich ja jetzt hin, liegt nahe, wenn die Inszenierung von Personen und Handlungen passt, Gewalt der Modus der Integration wird, Gewaltbarrieren fehlen und Ideologien sich in einer ultimativen Identität verankern. Darüber müssen wir diskutieren. Es sind ultimative Identitäten. Man grenzt sich gar nicht mehr von Fremdgruppen ab, sondern geht auf in einer ultimativen Identität.
Erleichternd für extremistische Gewalt ist eine Normalisierung der Gewalt in der Umwelt. Und deswegen habe ich Ihnen von Radikalisierung in der Gesellschaft berichtet. Wenn diese Radikalisierung zunimmt, dann steigt auch das Ausmaß von Extremismus in anderen Bereichen. Extremistische Gewalt ist letztendlich ein Prozess der Erzeugung von Beziehung durch und voll von Gewalt im Verlauf der Sozialisation in einem spezifischen sozialen Raum. Wir haben die ideologische Inszenierung des Selbst. Ich bin das Opfer. Extreme Selbstpräsentationen mit Berühmtheitszielen, Märtyrertum, inszenierte Depersonalisierung, Gewalt als pure Emotion. Das finden wir zum Teil auch in Bereichen des Fußballs wieder. Das finden wir hier auch. Da oben sehen Sie nochmal Desodoc. In strukturierten Rekrutierungen wird nun mit kultureller Praxis dieser Radikalisierungsprozess eingeübt. Unsere Daten weisen darauf hin, dass es ein Prozess ist, in dem ich von Gruppen abgeholt werde, die mir Sinn geben und mir dann sagen, und du bist ohnmächtig, Void herstellen. Die sagen, alles das, was du bisher gedacht hast, stimmt so nicht mehr. Und dann in der Gruppe bekomme ich wieder ein Meaning. Es gibt professionelle Rekrutierungsstrategien, Mobilisierungsstrategien, Symbole, Literatur, Bilder, Kunst, Musik. Das alles ist im Netz vorhanden. Zum Teil auch das, was wir in der Radikalisierungsforschung berichten, landet auf einmal im Netz und kursiert dort in den radikalen Gruppen als Erklärungsmodelle. Das macht die Kommunikation so ungeheuer schwierig. Es ist alles da. Salafi in 10 Minuten, wo der Zick 30 Minuten braucht. Ich habe mal einen Beitrag veröffentlicht, der hieß Radikalisierung ist auch ein Bildungsprozess. Radikale Gruppen übernehmen Bildungsprozesse. Das ist dramatisch. Es gibt Akt, Handlungs-, Tat- und Praxisinszenierung und Skripte, die können Sie herunterladen. Das ist das berühmte Inspire-Magazin. How to Survive in the West. Es liest sich wie eine, befriedigend bis ausreichend Masterarbeit. Wie kann ich im Westen überleben? Vorwort, Dank an Allah, Dank an die Gruppe. Chapter 1, wie verstecke ich meine extremistische Identität? Chapter 2, wie stelle ich Allianzen her? Wie kriege ich Geld? Wie kann ich Internetprivatheit schützen? Wie trainiere ich primitive Waffen, moderne Waffen, Bombmaking, Transporting Weapons? What happens when you are spied and get raided? Ein Handbuch, das können Sie sich runterladen und können Sie danach Ihre Handlungen planen. Die Terrormiliz IS veröffentlicht auch jetzt neuerdings eine Android-App für Kinder. Mit den wichtigen Kernbegriffen Said das Schwert. Wir erforschen das, wir spüren das auf und versuchen es wenigstens in die Öffentlichkeit zu bringen. Diese Einbettung erfolgt in einen sozialen Raum, in den sich dann Radikalisierung entwickeln kann. Es gibt extremistische Erlebniswelten. Radikalisierung findet auch in unseren bürgerlichen Nischenwelten statt. Denken Sie an die Sauerlandgruppe. Dann gibt es die Netzwelten, die nicht so gefährlich sind wegen des ganzen Hasses, der da stattfindet, sondern weil dort Gemeinschaft gebildet wird. Und dann gibt es die Heilswelten. Die sind ja ganz wichtig. Ich muss ja wissen, wofür ich kämpfe. Und die Gesellschaft, was tut sie? Sie setzt das Ganze selbst in Szene. Und da haben wir viel dran gearbeitet, dieses zu vermitteln. Es gibt geradezu Gewaltverherrlichungen. Das ist der Boston-Attentäter vor einem Jahr. Wir erinnern uns ja daran. Das ist Timothy McVeigh und das sind die Columbine-Tapes, die auf den Frontseiten der Gesellschaft landen. Und wenn Sie drauf gucken, hat es eine gewisse Ikonografie, die natürlich in den Gruppen wie eine Selbstbestätigung wahrgenommen wird. Wir haben viel daran getan, viel kommuniziert. Hört mit solch einem Unsinn auf. Was wir machen in unseren Studien ist, wir analysieren nun die Äquifinalität. Das heißt, wir analysieren spezifisch, jetzt werde ich etwas genauer in die Studien, verschiedene Pfade, die zur Gewalt führen. Wir kodieren relativ kompliziert Affektverhalten und Kognition. Wir haben mittlerweile ein Kodiersystem entwickelt. Ich finde, das ist schon ziemlich gut, indem wir Fälle analysieren können. Wir kodieren Zeitereignisabfolgen bei Radikalisierung, Krise, Wendepunkte, subjektive Wahrnehmung, die Motive, das Selbstkonzept, was passiert in einer Biografie, das Verhalten, wie ist die Tendenz, eskalierend, warnend und so weiter und die sozialen Netzwerke. Wir sind da ziemlich weit in unseren Analysen. Das alles analysieren wir und dann versuchen wir, Regelmäßigkeiten zu finden, um irgendwie klar zu werden, wie denn diese Radikalisierung funktioniert, um sie dann in Prävention zu überführen.
Auffälligkeiten. Ich nenne Ihnen nur mal ein Ergebnis, was wir jetzt neuerdings präsentiert hatten. Unzufriedenheit mit der persönlichen, interpersonalen Beziehungsqualität bei ideologischen Taten gering ausgeprägt, beim Mord und Mehrfachtötung hoch ausgeprägt, beim Amok weniger ausgeprägt. Und wenn Sie jetzt gucken, vertrauensvolle Beziehungen außerhalb der Familie, ideologische Taten basieren auf den Beziehungen, die im Vorfeld in Gruppen gefunden wurden. Und das ist bei School-Shootings vollkommen anders. Daraus kann man schon relativ viel ableiten. Was finden wir heraus? Sozialisationsmerkmale bei Dschihadisten. Wir sind relativ sicher, die religiöse Sozialisation ist nicht entscheidend. Und wenn der Staat dann wieder einen Kontrakt macht mit den muslimischen Verbänden, doch bitteschön die Radikalisierungsprävention zu erhöhen, muss man ja mal wissen, ist das nicht eigentlich am Gegenstand vorbei? Die Gruppenprozesse sind außerhalb der Familie. Es gibt kaum Problemkommunikation in den Familien. Das ist ein ganz schwerwiegender Punkt. Man muss erstmal Familien kommunikationsfähig machen, damit sie mit dem Problem arbeiten können. Es gibt Integrations-Identifikationskrisen. Wir finden strategische Demonstrationen, strategische Normalität, Opportunismus. Wir finden biografische Schließungen über die Schule und Ausbildung. Bei all diesen Tätern spielen biografische Krisen eine relativ große Rolle. Das heißt, das Selbstkonzept und die kritische Verarbeitung ist wichtig. Es gibt emotionale Entfremdung von Familie und Freunden, die auch bewusst geführt wird. Radikalisierung ist ein Prozess der Distanzierung von herkömmlichen Bindungen. Es gibt ein positives Feedback, Anerkennung ultimativer überbordender Identitäten und ein spezifisches Reasoning, das sind die kognitiven Strukturen, nicht die einzelnen kognitiven Inhalte, sondern die Gedankenmuster, die sich ausbilden, die Prozesse spielen eine große Rolle. Wir können mittlerweile 3 Typen identifizieren, man muss immer aufpassen mit der Typisierung, aber wir finden auch bei den erfolgreichen Dschihadisten Typ 1, der Meinungsführer, er ist auf Eindrucksbildung, Impression Management bedacht, identifiziert sich mit der Ideologie zum Selbstausdruck und zur Strukturierung von Kommunikation, ist für andere eine Identifikationsfigur rekrutiert und wird dafür bestärkt. Ganz anders als der Typ 2, der sucht Zugehörigkeit, Vertrauen, ist der klassische Mitläufer, die Mitläuferin sucht Zugehörigkeit, verpflichtet sich zunehmend im Radikalisierungsprozess über Vertrauenspersonen, plant und vollzieht die Gewaltakt aus einer Abhängigkeit von der Gruppe. Und dann gibt es den Typ 3, das ist der klassische sinnsuchende Person, Botschafter, sucht Sinn und Wahres, sucht ein Weltverständnis, ist an der Bewältigung belastender Krisen interessiert. Ideologie für ihn oder für sie ist nur ein Identifikationsmerkmal. Radikalisierung durch eine sukzessive Selbstverpflichtung braucht eigentlich keine analoge Einbindung, das geht auch digital. Und jetzt kommt etwas, was wir gesehen haben und was uns doch sehr erstaunt hat und umgetrieben hat, wenn wir in terroristische Gruppen, radikalisierte Gruppen hineingehen. Diese Gruppen setzen sich zum Teil zusammen aus allen 3 Typen, die passen gut zusammen. Das heißt, wir haben in radikalisierten Gruppen eine Akzeptanz von Heterogenität, die in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so akzeptiert ist. Das heißt, man akzeptiert die Unterschiedlichkeit, die ökonomische Unterschiedlichkeit. Es macht keinen Unterschied, wo du herkommst. Du kannst arm oder reich sein. Die Radikalisierung macht Menschen gleich und das macht es attraktiv. Und ich halte das für höchst bedeutsam und wichtig. Heterogenitätsakzeptanz in Gruppen ist attraktiv. Da finde ich das. Und die Ideologien, und jetzt komme ich langsam zurück an den Ort, wo ich losgegangen bin, erzeugen ihre Wirkung, wenn in Gruppen zentrale Motive befriedigt werden. Die 5 zentralen Motive, die amerikanische Sozialpsychologin Susan Fiske hat sie differenziert. Worum geht es denn? Was wollen wir denn alle? Was wollen wir in unserer Forschungsgemeinschaft? Was wollen wir in den radikalen Gruppen? Zugehörigkeit. Und das, was Sie rot sehen, das sind zentrale Begriffe, die ich aus Gesprächen mit radikalisierten Jugendlichen in einer Sitzung rausgefiltert habe. Brüderlichkeit, dort habe ich erfahren, was Brüderlichkeit ist. Fraternität, Verstehen, dort habe ich erfahren, was da passiert ist. Kontrolle, dort habe ich zum ersten Mal gehört, du hast das gut gemacht, du hast etwas gut gemacht. Das, was du gezeigt hast, war gut. Selbstwert, ich kriege ein Gefühl, wir sind die Besseren. Und Vertrauen, du willst wahrgenommen werden. Es sind immer wieder die 5 zentralen Motive. Wir sind jetzt dabei aufzuspüren, ob nicht die 5 zentralen Motive praktisch wie Leitmotive sind für die unterschiedlichen Gruppen. Ich finde, es sieht so aus. Man kann es wenden. Wenn man all dies weiß, aber wir sind am Anfang, wir müssen viel mehr forschen, dann können wir wenden. Es gibt Suppression, aber die müssen stattfinden in den Entwicklungsnischen. Wir wissen mittlerweile, man kann
Personen abholen, deradikalisieren, zur Distanzierung bringen, wenn man ihnen beibringt, anders über die Welt nachzudenken, ihre Überzeugung, ihre ideologischen Inhalte anders zu verarbeiten. Wenn man ihnen beibringt, die Selbstregulation, das ist ja das, was wir im Fußball gemacht haben. Und wenn wir uns aber auch mit Diskriminierungs- und Desintegrationserfahrungen auseinandersetzen und die aufspüren, das erreicht vielleicht die Person auf der Ebene ihrer Gruppenbindung. Der Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft hilft. Es kann nicht sein, dass Menschen, die hier leben, immer noch meinen, sie sind Bürger zweiter Klasse, wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Das kommt uns bis heute unter. Man kann die Identitäten verändern, andere bereitstellen, man kann an den Normen, Werten arbeiten und man kann Menschen auch beibringen, nonkonform zu sein, auch in radikalen Gruppen. Und dann gibt es die Ebene der Gesellschaft, da kann man eine Menge machen, andere Netzwerke bereitstellen, Schwächung von Strukturen. In unserem Land sind ungefähr 30 Millionen Waffen. Das haben wir nämlich beim Dialog über Deutschland immer wieder eingebracht, da hat keiner so richtig hingehört. Integrationskulturen schaffen Bildung und Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Und das bedeutet, ich muss eigentlich die Menschen, die das nicht kommunizieren können, wenn sie mit anderen kommunizieren, die da betroffen sind, ich muss sie kompetent machen. Eventuell müssen wir uns auch mehr aus unseren Institutionen auf andere zuwenden. Heraus aus den starken Institutionen, um Gestaltungsmöglichkeiten zur Herstellung von Gleichwertigkeit zu gewinnen. Das war jetzt der Besuch nach der Kaserne. Irgendwie läuft alles, heute alles gut zusammen. Da war ich in Bückeburg und es war sehr witzig, weil ich habe mit den Schülern sozialpsychologische Experimente durchgeführt. Und wir haben geguckt, ob die Lehrer oder die Schüler besser waren. Und dann haben wir mit ihnen über Rassismus und Courage geredet. Die Lehrer waren nicht so not amused am Ende, weil ich diesen Aspekt des Nonkonformismus angesprochen habe. Das gelingt durch Kommunikation mit Menschen und Institutionen in dem Raum, wo Radikalisierung stattfindet. Was wir entwickeln, ist ein Clearing-Verfahren an Schulen. Wir begleiten es wissenschaftlich, das macht das Projekt Wegweiser. Wir arbeiten an neuen Wegen der Online-Radikalisierung, der Suppression, der Verhinderung. Wir arbeiten an einem Risikobewertungsverfahren mit Gefängnispsychologen. Ich habe genau heute zwischen der Anreise und dieser Veranstaltung allerdings gehört, Bielefeld soll jetzt den Lead machen, weil bisher hatten die Briten den Lead bei dem Projekt und sie können es jetzt nicht mehr machen. So kommt das dann aus. Wir arbeiten an Konfliktmanagement in Unterkünften. Ich arbeite am nationalen Aktionsplan Rassismus. Morgen früh um 6 geht es nach Berlin, weil da der nationale Aktionsplan Rassismus besprochen wird. Mit der Amadeo-Antonio-Stiftung arbeite ich an einem Konzept der Jugendberatung, an einem Audit der Gleichwertigkeit. Ich habe in Bielefeld an einem Stipendienprogramm mitgearbeitet für Schülerinnen mit schlechten Noten und schlechten Erfolgschancen, die kommen alle aus den Sonderschulen und haben besonderen Förderungsbedarf. Und wir haben in Bielefeld ein wunderschönes Projekt begleitet, Sport für Kids. Alle 4-jährigen Kinder aus Bielefeld bekommen von uns gratis, zusammen mit der Stadt, aber wir begleiten es im Institut, in der Uni, eine Gratis-Mitgliedschaft im Sport. Und das vollkommen irre ist, wer da hingeht mit den 4-, 5-jährigen Kindern, 70% verbleiben. Und es gibt sehr viel mehr, was ich Ihnen berichten könnte. Sie sehen, die Kommunikation in dem Raum selbst hat dann auch positive Effekte. Schutz. Wissenschaft und Forschung kann Schutz bedeuten. Ich habe Ihnen einige Wege zum Schutz genannt. Wir brauchen auch Schutz. Wenn ich kommuniziere über diese Phänomene, und wir reden viel im Institut darüber, wie weit können wir uns hinauswagen. Wir können viele Projekte nicht mehr bekannt machen, weil wir stolz darauf sind, die Förderung zu bekommen, weil die Kommunikationswege in die Öffentlichkeit so schnell sind. Und natürlich, und das berührt einen dann schon, und im Vorfeld zu dieser Preisverleihung ist mir das wieder aufgetaucht. Ich habe vieles weggetan von dem, was ich gelesen und bekommen habe. Es war manchmal schon ein bisschen gruselig, was da passiert ist. Da merkt man, man braucht den Schutz. Und die Wissenschaftsgemeinschaft ist ein unfassbarer Schutzraum. Ich glaube, dass die Zukunft Europas in der Wissensgesellschaft liegt. Und wir merken jetzt bei der Brexit-Diskussion, wie ungeheuer schnell über Wissenschaft geredet wird. Warum denn? Weil wir dort einen Raum haben, wo ein hohes Gut einen besonderen Platz hat, nämlich die Freiheit der Meinung. Das ist ein so schützenswertes Gut. Und dann kriegt man dann sowas, zick, du kannst so viel, sie haben das gehört. Irgendwie taucht die da jetzt wieder auf. Na ja gut, pack deine Koffer und verschwinde, das kann ich dann ja tun. Das ist der Ort, wo ich verschwinde.
nämlich da, wo Europa gelandet ist, auf Kreta. Einige wissen das, da sitze ich dann, jetzt sieht Wilhelm Heidmann das auch mal, 3 Jahre lang saß ich da und habe über den deutschen Zustand nachgedacht und gucke da auf libysche Meer, der Blick geht Richtung Israel und ich sitze da und da kriege ich den Geist frei und kann darüber nachdenken, was in diesem Land passiert ist und das gelingt dann auf einmal nicht mehr. Europa ist entführt worden aus Sidon nach Kreta und dann sitze ich da und was passiert dann? Die Suizidrate in Griechenland hat deutlich gestiegen. An diesem Ort wird verheimlicht, dass sich einige aus dem Dorf dort, vor allen Dingen ältere Menschen, umgebracht haben, ins Meer gegangen sind, um die Beerdigungskosten für die Familie zu ersparen. Sie hoffen, dass der Leichnam weggetrieben wird und er landet dann in dieser wunderschönen Bucht. Seit 2014 sind mehr als 10.000 Menschen im Mittelmeer gestorben. Meine Studierenden brauchen Antworten auf Fragen wie zum Beispiel die, wie viele Banken wurden eigentlich gerettet? Und dann habe ich einen Satz aufgeschrieben und das fiel mir später ein, wie doppeldeutig er ist, wie viele Menschen haben eigentlich die Banken gerettet? In einer Wissensgesellschaft hilft ein Modell von einer Wissenschaftsgemeinschaft. Ich freue mich, dass der Stifterverband und ich möchte den Stifterverband ermutigen und wir haben Gespräche geführt und wir führen die weiter, gearbeitet hat an der Diversität der Förderung in vielen Projekten. Ich wünsche mir eine offene, diverse Hochschule ohne Menschenfeindlichkeit. Der DFG, ich wünsche mir eine Sonderförderung von prekärem Nachwuchs, national wie international. Bitte diskutieren Sie auch das Wissenschaftszeitvertraggesetz. Ich muss ein Institut leiten, ich brauche Leute, die bei dem Thema Gewalt auch mal über 10 Jahre da bleiben können. Wir werben die Drittmittel weiter ein, aber diskutieren Sie das bitte. Wie denn die Karrieren möglich ist, es ist so schwierig, Nachwuchs zu bekommen und in diesem Feld können Sie sich das ja vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, wir reden über neue Anerkennungssysteme für die interdisziplinäre Forschung. Ich habe diesen Weg gemacht, der ist nicht ganz einfach, ja, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ich wünsche mir eine Stärkung und Ausbau der Konflikt- und Gewaltforschung. Das geht weit über die DFG, den Stifterverband hinaus. Das betrifft die Disziplin. Die Konflikt- und Gewaltforschung kann ausgebaut werden. Ich weiß, wir sind in so einem neoliberalen Wettbewerbssystem. Was der hat, das Projekt und so weiter. Das ist doch totaler Quatsch. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Kooperationen in der Forschung auch gerade in strukturschwachen Regionen stärken. Auch in Griechenland, mein insgeheimer Wunsch ist ein Wissenschaftszentrum Deutschland-Griechenland, damit man da wieder in Ruhe sitzen kann. Und jetzt ist es folgerichtig, was ich mit dem Preisgeld machen werde. Es wird, und das mache ich jetzt zusammen mit der Universitätsgesellschaft, das hilft mir sehr, weil da auch Juroren sitzen. Ich werde auf jeden Fall junge Nachwuchswissenschaftlerinnen unterstützen, die von ihren Ländern verlassen und verfolgt werden. Ich werde Ihnen nicht nennen, welche Länder das sind, weil selbst das schwierig geworden ist. Es sind noch Flüchtlingsprojekte mit Studierenden. Wir haben Flüchtlinge nun gebeten, in die Uni zu kommen und mit uns zusammen zu forschen. Nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen zusammen zu forschen. Die liegen auf Eis, das kann ich realisieren. Und dann kommt es darauf an, ein Hebel ist Kultur, Kultur, Kultur. Wir haben so viel Jugendkultur vernichtet. Vor einem Jahr habe ich das im Niedersächsischen Landtag gesagt und furchtbaren Ärger gekriegt. Aber wir haben doch weitgehend Jugendkultur unmöglich gemacht und deswegen soll auch die Amadeus-Stiftung und das Archiv für Jugendkulturen etwas abbekommen von dem Preis. Wissenschaft braucht einen Forschungsraum. Gestalten wir diesen bitte auch als einen Schutzraum. Danke, dass Sie mir einen unschätzbar wertvollen Ort gegeben haben. Wir lassen niemals vom Entdecken und am Ende allen Entdeckens langen wir, wo wir losliefen, an und kennen den Ort zum ersten Mal. Herzlichen Dank. Und jetzt gibt's was zu trinken, glaube ich, oder?
Also Sie können stehen bleiben, es sind nur zwei Sätze. Vielen herzlichen Dank, Herr Zick, für diesen Vortrag, an dem ich kritisch eigentlich nur hervorheben will, dass er die eingangs selbst gestellte Frage nicht beantwortet hat, nämlich, was ist ein guter Kommunikator? Ich erlaube mir zu sagen, da ich ein Literaturwissenschaftler bin, ich weiß es auch nicht. But I know it when I see it. Haben Sie vielen herzlichen Dank für einen charismatischen Vortrag und einen ebenso herzlichen Dank an alle, die an dieser Veranstaltung sich beteiligt haben. Sie wissen ja, dass wir uns immer der Welt zuwenden in der Wissenschaft, indem wir die Räume zumachen. Man weiß also nicht, ob es schönes Wetter ist oder schlechtes. Wenn noch schönes Wetter ist, dann findet der Empfang jetzt im Hof statt. Wenn nicht, dann im Foyer. Das wäre die schlechtere von den beiden Varianten. Wir werden es gleich erleben. Vielen herzlichen Dank dem Preisträger für diesen Vortrag und uns allen einen schönen Abend.